Hallo und schönen guten Abend. Wir sind hier zurück in Sunkenland und ja, wir legen noch ein bisschen Feuer nach. Uns ist nämlich kalt. Es ist ja auch Nacht und wir gehen jetzt auch ganz gleich schlafen. Wir bringen nun mal gerade unsere Instant-Nudeln hier zurück in die Bude, wo es doch schrecklich dunkel ist. Wir müssen uns jetzt die Kisten erdenken. Hier ist die Kiste. So. Ja, ich habe erdenken gesagt. Es ist in Ordnung. Ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr meinen Kanal schon länger guckt, versteht ihr, was ich meine. Doch. Bin ich fest davon überzeugt. So, hier rein. Dann da rein. Und hier die Komponenten machen wir noch dazu. Ja, Ordnung, wie gesagt, ist wichtig. Und jetzt gucken wir uns mal an, was könnten wir denn jetzt als nächstes noch pflanzen? Erdbeeren hätte ich natürlich auch schrecklich gerne. Dafür brauchen lediglich nur noch Holz. Allerdings frage ich mich, ist das jetzt das Wichtigste? Wir bräuchten eigentlich eher ein Seil. Also ein Seil wäre jetzt schon keine verkehrte Idee, weil wir wollen uns ja noch, Moment, hier den Hammer machen. Aber für so ein Seil zu machen, brauchen wir, wie gesagt, noch ein Kloß. Und Kloß war ja hier drin und mehr haben wir nicht. Müssen noch warten. Ist jetzt auch 9:30 Uhr. Ich denke, wir sollten jetzt in die Haia gehen. Unser Bett lag hier. Geht das? Oh, okay. Die Nacht war gut. War auch lang. Aber jetzt haben wir Hunger und Durst. Take Food. Ja, Frühstück. Nitrack. Essen. Was haben wir jetzt fallen gelassen? Haben wir jetzt etwas fallen gelassen? Nö, ich denke, das ist alles in Ordnung. Okay, der Fisch war gut. Wir trinken jetzt noch etwas. Das war, aber ich glaube, wir möchten noch einen Fisch. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Frühstück holen. Dafür legen wir uns jetzt nochmal mit so einem Marlin an. Hi Marlin. Bin wieder da. Ah, das ist hell, das ist gut. So. Ich hoffe, ihr habt kein Problem damit, wenn ich euch etwas dezimiere. Ihr seid zu viele. Zwei ist wirklich einer zu viel. Deswegen, du kommst jetzt her. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Oh, das ging gut. Das hat ja gut geklappt. Kann man auch so einen kleinen hier holen? Geht das? Moment, wo ist der kleine Fisch? Ich wollte den kleinen Fisch mal ausprobieren. Oh Gott, wir müssen atmen. Ich habe den kleinen Fisch verloren. Hab den kleinen Fisch verloren. Wo ist er? Ich möchte das mal gerade einmal ausprobieren. Und? Nein? Also, schade. Okay, was wird das? Och Mann. Ich dachte, wir könnten vielleicht auch den kleinen Fisch pieksen, dann würden wir nicht direkt so einen großen da erledigen. Naja. Ein Fisch haben wir, zwei Fisch haben wir. Und nochmal so Marlin-Skin. Das ist gut, weil wir wollten uns jetzt so ein bisschen Frühstück machen. Gut, jetzt ist nur noch ein Marlin da. Vielleicht findet er ja neue Freunde. Ist jetzt echt ein bisschen fies, ne? Ich auch. Wir hätten ja auch hier noch was zu essen gehabt. Ja, gut, das hier dann auch noch zurück. Und die Kohle. Ah, die ist benutzbar für Schwarzpulver zu machen, für Munition, klar. Dann mal hier rein. Wir brauchen noch mehr Kleider. Nützt nichts, vielleicht schwimmen wir mal in eine andere Richtung. Wir waren ja bisweilen immer jetzt schön hier auf der Seite. Was ist das? Achso, alles gut. Alles gut. Vielleicht. Ja, gehen wir mal. Hier ist noch ein Baum. Wir haben noch einen Baum. Sehr gut. Der darf leben, der Baum. Sehr schön. Könnten wir mal irgendwo mal hier, was jetzt hier so schwimmend ist, vielleicht da hinten hin. Jetzt sind wir einmal um die Insel gegangen. Egal. Oh, eine Krabbe. Die lassen wir leben. Die soll leben. Okay. Ah, da sind wir jetzt. Okay, links von unserer Anfangsbasis. Das ist okay. Hier kleine Fischis, die wir bestimmt nicht killen können. Das ist okay. Wir müssen den Eis töten. Wir haben ja genügend Essen jetzt. Ist auch ziemlich viel. Hier ist auch ziemlich viel versunken. Oh. Discovered new location. Aha. Okay, wieder in einem neuen Gebiet. Hoffentlich wissen wir noch, wo zurückgeht. Ist wieder so eine interessante Kiste, die will ich haben. Bitte, bitte. Okay, ja, danke. Close, wichtig. Vielleicht das hier zerschlagen. Kriegen wir da Kleidung raus? Ja, kriegen wir. Ja, gut. Oh ja, zweimal. Wertvoll. Wichtig. Hoch. Hier wieder hoch. Mann, okay, kann man sich hier abstellen? Könnte man sich hier hinstellen? Ja, cool, hier kann man stehen.
Oh, Moment, jetzt können wir gerade ein bisschen atmen. Atmen. Und weiter. Und weiter. Das zerschlagen? Kann man hier was holen? Nein. Okay, ja, das Scrap. Ich weiß, das Scrap. Aber wir wollen jetzt erstmal noch ein bisschen uns hier umschauen. Zum Beispiel da hinten. Was könnte das sein? Und ist das jetzt eine... Ist das jetzt eine gute Idee, da hinzuschwimmen? Ich bin mir unsicher. Wow. Die Straßen hier, das sieht so... Sieht schon gut gemacht. Wirklich gut gemacht. Das sind bestimmt... das gab nur Mutant Settlement. Mutant. Oh je. Oh je. Oh je, ich weiß, wir sollten da nicht hin. Ich weiß, wir sollten da nicht hin. Oh, da steht sogar einer. Da steht einer. Okay, Moment. Moment, ich habe eine Idee. Wir legen jetzt erstmal unser Zeugs zurück. In die Kiste. Und essen etwas. Dann sind wir gestärkt. Unsere Moral ist bestimmt gestiegen, weil Essen setzt Endorphine frei. Endorphine machen glücklich und glückliche Menschen bringen andere Menschen nicht um. In unserem Fall sind wir dann so motiviert, dass wir die da versuchen zu killen. Ja? Das ist ein Plan. Aber bleibt. Ich bin mal ein bisschen schneller. Und wir haben ja einen Speer. Das schaffen wir. Ich bin motiviert. Ich habe jetzt total Bock, da denen mal einen Besuch abzustatten und zu sagen, ich bin eure Nachbarin, ihr lasst mich in Ruhe. Damit wir schon mal die Fronten klären. So, hier rein. Dahin. Hierhin. Dahin, hierhin, dabei und so. Okay, kann man speichern? It's not bedtime. Okay, geht klar. Keine Schlafenszeit, hab ich verstanden. So, wo waren die Nachbarn? Da könnten wir noch hin. Ah, das sind die Nachbarn, gell? Das sind die Nachbarn. Und da müssen wir noch gucken, was da ist. Könnte das der Trader sein? Sieht auf jeden Fall etwas sympathisch aus wegen den Pflanzen und dem großen Schild. Und hier, das sieht nicht so sympathisch aus mit den Palisaden, mit diesen Holzpalisaden da. Ist mir egal. Gehen jetzt trotzdem dahin und stellen uns erstmal vor, als gute Nachbarin. Ach, wir wollten noch was essen. Das hab ich jetzt vergessen. Oh, lauter, lauter. Egal. Dann essen wir mal danach. Dann sind wir jetzt eben halt hungrig. Your base is under attack. What? What? Nein. Nein. Moment. Nein, ich wollte doch attacken. Das war doch mein Plan. Ich wollte. Och. Moment, schnell rüber. Wieso ist unsere Basis? Was haben wir denn? Tag 3. So, schnell rüber. Schweiß. Ausdauer. Jetzt bin ich mal. Wer will uns jetzt hier blöd? So, was ist. Ey! 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 Nein! Ich wollte die abbauen! Oh! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Eben, Kleister. Oh. Wow! Geh weg! Nein! Au! Au! Oh, hab ich Hühnerhaut. Oh, hab ich Hühnerhaut. Gänsehaut, ist mir egal. Moment, ich hab keine Ausdauer mehr. Wir müssen Ausdauer regenerieren. Wir haben Ausdauer. Ja. Oh, jetzt habe ich aber Gänsehaut am ganzen Körper. Ach du meine Güte. Komm her. Ist gut, wir haben gleich. Hörst du jetzt? Bitte mal auf! Hör auf! Du bist so dünn. Lass dich mal zum Essen einladen. Vogelfleisch, wow. Jetzt musste ich auch mal tief durchatmen. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Die waren aber eklig. Ach du meine Güte. Aber ehrlich, die könnten wirklich mal ein paar Brote vertragen. So. Ich schätze, das waren Mutanten. Die sind ja voll ausgedörrt. Wenn man die auch... Entschuldigung, guckt mal gerade weg. Oh, das geht! Echt jetzt? Wie? Enemy took 2-3 Damage. Aha. Okay, die sind aber jetzt auch weg. Und die haben jetzt ein wenig Damage gemacht oder so. Keine Ahnung. Unser Bett steht noch. Wir sind hungrig hier, Moment. Das haben wir gleich. Moment, jetzt erstmal Take Food. Und essen. Und auflegen. Und erstmal runterkommen. Das da war jetzt wow. Aber jetzt wollten wir angreifen und da kommen die und greifen uns an. Wir hatten denselben Gedankengang. An sich
süß, aber... Wow. Wir müssen auf jeden Fall den Hammer machen. Ich glaube, wir machen uns jetzt mal gerade den Hammer. Genügend Klos haben wir jetzt gerade hier geben. Danke. Also der Hammer. Das wäre jetzt Hammer, wenn wir den Hammer finden würden. Hat er sich denn da versteckt? Da ist er. Okay, also. Erstmal ein Seil machen. Haben wir. Nochmal ein Seil machen, weil wir es können. Zurück. Zurück. Hier wieder geben. Hab mir anders fertig. Wir brauchen ja ein Seil. Holz. Wir brauchen Holz. 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 Danke. Holz, Holz. Oh, Pilze. Und Erdbeeren, die können wir auch gebrauchen. Und jetzt... Tut mir leid. Wir brauchen noch den letzten Baum, den wir hier gefunden haben. Entschuldigung. Aber wir brauchen den Hammer. Ganz wichtig. Wenn wir den Hammer haben, dann... Ach ja, bitte noch einsammeln. Einsammeln, einsammeln. Bitte mir nicht auf den Kopf fallen. Wenn wir den Hammer haben, dann... Dann. Einmal bauen reicht. Super, danke. Den machen wir jetzt hier runter. Vielleicht, ja, hier die Fackel kommen jetzt gerade nicht unbedingt. Wir liegen uns ja immer fein schlafen. Das war jetzt heftig mit der Attacke da. Damit waren jetzt 3 Stück auf Tag 3. Ja. Schon unangenehm. So, mit diesem Hammer wollen wir jetzt mal Basis. Moment, Repair. Oder Demolish. Oh, wie fein. Es geht. Für Holz haben wir eigentlich, damit wir jetzt hier nicht alles abreißen. So ein bisschen, das können wir machen. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Gut. Und jetzt holen wir uns das Holz. Mit dem Holz machen wir uns jetzt eine bessere Front. Die da war hier. Oder wir könnten auch schon Scrap Metal nehmen. Moment, ich habe eine Idee. Wir haben noch genügend Scrap Metal. Ich glaube, mit dem Scrap Metal bauen wir jetzt mal die Front etwas anders. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Ich hoffe, dass das Scrap Metal reicht. Dafür aus. Ja, bitte. Also das hier, hier ist... Hier. So, jetzt mal genau überlegen. Ja. Ja, das ist okay. Ja, das ist bestimmt wieder... Ich glaube, hier die Wand ist falsch rum. Sieht schon wieder so falsch rum aus. Ich glaube, auch der Rahmen ist falsch rum. Tut mir leid, wir müssen das nochmal ändern. Das gefällt mir nicht. Wenn mir was nicht gefällt, dann halte ich keinen Ruhe, bis es anders wieder ist. Das ist so Simmer halt. Also, nochmal. Vielleicht jetzt drehen? Ja? Aha. Aha. So. Jetzt nochmal drehen. Ja! Ja! Wir haben's! Sehr gut. Bleibt so. Okay, nach langem Hin und Her haben wir es jetzt geschafft, die Außenwand so zu bauen, wie ich das haben wollte. Jetzt kommt es nur noch auf die Tür an. Wir machen die Tür jetzt mal so rum. Und jetzt hoffentlich ist das richtig. Ja, das sieht gut aus. Ja, ja, das ist jetzt eben, so lassen wir das jetzt, das gefällt mir. Jetzt dürfen wir auch vor lauter Begeisterung. Vielleicht machen wir uns hier noch eine Treppe hin. Wir kommen immer so schlicht hier hoch. Gibt es sowas wie Stufen? Ja, Metallstairs. Noch die bauen wir jetzt noch. Die bauen wir uns jetzt noch hier dran. Vergesst, was ich sagen wollte. Das machen wir anders. Wir Wooden Roof. Wir lassen es erstmal so. Ja, ja, das müssen wir mal springen. Machen wir hier die Tür zu. Mach sie zu. Mach sie zu. Okay, das müssen wir noch üben mit dem Tür zu machen. Dafür trinken wir jetzt erstmal was. Und wir essen den Vogel. Ja, der gibt uns gut Nahrung. Dann verstauen wir jetzt erstmal hier die Sachen. Ne, Kohle kommt woanders hin. Das hier noch da rein. Und das da essen wir noch. Können dann die Seeds wieder zurücklegen. Und das hier und... Ja... Seht ihr, wir haben hier schon richtig ein richtiges Konzept haben wir. Das freut mich gerade ein bisschen. Jetzt wollte ich mal gerade noch gucken, Bundeswehr haben wir. Vielleicht noch einen Bogen machen? Ja, das wäre vielleicht noch eine Option. Haben wir Holz? Ich würde mir, glaube ich, gerne noch einen Bogen machen. Den machen wir uns jetzt noch. Und dann machen wir uns noch ein paar Pfeile dabei.
Wow. Hoppla. Ich habe gedacht, wir machen uns jeweils einen Pfeil, aber jetzt haben wir 50 Pfeile. Auch in Ordnung. Dann legen wir unsere Fackel mal gerade hier rein. Ja. Und den Bogen auf die 3. Ja. Nee, lieber 4. 4 kann ich besser greifen. Wir müssen ja direkt an den Bogen rankommen, weil wir wollten ja eigentlich jetzt noch die Nachbarn besuchen. Und es wird jetzt langsam dunkel. Das soll uns jetzt nicht stören. Wir versuchen trotzdem jetzt noch die Nachbarn ganz kurz zu begrüßen. Weil ich denke mir quid pro quo. Die Nachbarn haben uns besucht und haben uns guten Tag gewünscht. Wir besuchen jetzt auch die Nachbarn und sagen denen guten Tag. Das ist nur fair. Können wir den Bogen auch schon ausrüsten? Ja, stark. Ja, cool. Da ist ein Nagel dabei, damit wir den Holzpfeil da drauflegen können. Das ist ja genial gemacht. Also, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Da haben wir uns ja was gedacht beim Bogenbau. So, hier sind ein paar Marlins. Hier ist ja kein Hai. Oh Gott, hier geht's runter. You cannot use underwater. Ja, ist in Ordnung. Hallo. Hi. Na? Wie geht's denn so? Können wir den jetzt hier. Geht das? Moment, Achtung. Schade, nicht getroffen. Nochmal. Ich weiß nicht, wo wir hinschießen. Ich glaube, wir müssen näher hin. Oh, der hat uns gesehen. Hi. Moment. Nicht bewegen, beweg dich mal nicht. Moment, ich sehe nichts. Okay, ja, ist ja gut. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich habe nur nachgedacht. Entschuldigung. Oh, dann machen wir es so. Machen wir mit dem Speer. Mein Fehler. Oh je. Geh weg. Wow. Wir haben uns ja kaum erschreckt. Erstmal den Pilz. Au, was denn noch? Die machen mir echt Angst. Oh, Gänsehaut. Nee, 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 nee. Komm du zurück. Du kommst zurück. So. Ja. Oh, das sind noch zwei. Das sind noch zwei. Müssen wir uns aber mal gerade einen Ticken besser anstellen. Weißt du nicht, wie man zielt? Habe ich noch nicht ganz heraus. Oh, der hat ein Schild. Treffen mir die! Oh, den haben wir getroffen. Oh, den haben wir sehr gut getroffen. Oh, die haben wir getroffen. Raus, raus, runter, runter. Oh, ich glaube, das war eine Dame. Und sind bekannt für ihre Aggressivität. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Nein! Nein, nein! Mitnehmen! Hier ist sie, hier ist sie. Ja, hi! Und nehmen. Oh je, oh je. Okay, wir müssen ganz viel üben, mit dem Pfeil und Bogen hier zu spielen. Wow. Oh, wow, das war heftig. Ich glaube, die haben wir erobert oder. Also hier ist jetzt auf jeden Fall keiner mehr. Oh Mann, das war heftig. Die machen wir jetzt noch kurz und klein. Dann machen wir Feierabend heute. Aber, nee, Moment. Die sind Reifen. Ah. Okay, Rubber. Schön. Okay, Rubber müsste Gummi sein, ne? Die können wir noch versuchen. Mutant Settlement, Mutants. Aha, wir haben jetzt also die Mutanten-Gegend jetzt hier erobert. An sich wollten wir auch nur freundlich guten Tag sagen. Oder guten Abend, hat ja gut geklappt. Hier noch ein bisschen was suchen. Oh, was ist das? Mushroom Bird Soup. Pilzvogelsuppe. Oh, nehmen. Bitte nehmen. Und ja, nein, jetzt sind wir voll. Schade, schade. Okay, gut, dann gehen wir nochmal zurück und gehen dann, wenn es wieder hell ist, wieder hier hin. Jetzt müssen wir erstmal wieder heimschwimmen. Aber cool gebaut hier. Das finde ich schon echt gut gemacht. Also, es hat wirklich den Style von diesem Spielfilm von früher, Waterworld, mit dem Kevin Costner, sieht sehr authentisch aus, gefällt mir wirklich sehr gut. Cool, okay, jetzt wieder heim, jetzt wird es doch dunkel, Igitt. Da ist die Tiefe wieder unangenehm. Ah, wieder hoch. Thalassophobie, ich würde gerne das Wort auswendig kennen, damit ich weiß, was ich für ein Problem habe. Thalamassophobie. Egal. Egal wie die Phobie heißt, wir haben Angst in der Tiefe, im Dunkeln. Ich kann zwar auf einem hohen Turm stehen und nach unten gucken, aber ich kann nicht mit dieser Wassertiefe hier gut umgehen.
Deswegen möchten wir jetzt auch wieder nach Hause. Und ich hoffe, an dieser Stelle hat es euch so ein bisschen gefallen. Mir hat es gut gefallen, auch wenn die Mutanten mir an sich nicht gefallen haben. Aber gerade das hat mir gefallen, weil sie mir nicht gefallen haben. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Und ich hoffe, ihr habt noch eine wunderbare Zeit, was auch immer das bedeutet. In diesem Sinne, machen wir nochmal ein Feuer an. So, schön, Holz einsammeln. In diesem Sinne, macht es gut. Tschüss. Tschüss.